hier sind einfach nur eure Wohnmuckets. Und heute pflücken wir Erdbeeren. Und Jessica, freust du dich schon drauf? Ja. Los geht's! Die schmeckt schon echt lecker. Diese Erdbeere ist richtig lecker. Ich glaube, wir pflücken nicht die, sondern essen sie eher auf, als ja, dass wir sie pflücken. So, ich habe hier jetzt schon richtig viele. Da. Ganz schön viele schon. Wir gehen jetzt mal weiter. Es hat schon richtig viele gesammelt. Macht auch richtig Spaß. Bei mir, naja, so eher gesagt, ich habe erst 3 Stück gegessen. Als einfach gefühlt hier. Du isst hier mehr, als was im Korb kommt. Also. Da müsste man die Kinder wiegen danach. Ja, die Kinder müssen gewogen werden danach und nicht die Töpfe. Also die Körbe. Weil das ist nicht unnötig. Aber. Was ist das für eine Erdbeere? Die sah gar nicht aus, weil die manche Menschen. Was ist das? Ah, manche wachsen so. Ja. Aber ich hatte einmal so einen richtigen Treffer. Ich wollte diese runterziehen. Und dieses Grüne, so wie hier, das Grüne und das Innere ist abgegangen. Die Schnecken haben auch Erdbeerenhunger. Was sogar die Schnecken haben Hunger auf Erdbeeren. Ich muss schon einen zweiten Korb nehmen, weil meiner voll ist. Das macht richtig Spaß. Also mögt ihr Erdbeeren oder nicht? Also ich mag Erdbeeren. Aber wenn sie. Ich finde es richtig lustig, wenn man die so selbst pflückt. Ja. Jessica? Magst du Erdbeeren? Nein. Ja, Jessica liebt auch Erdbeeren, genauso wie ich, genauso wie die Hunde. Die Hunde sind noch erdbeerverfressener als wir. Also wirklich, die, wenn du einmal nur Erdbeeren mit ins Haus bringst, die kriegst du nicht mehr vom Hals. Die lieben so sehr Erdbeeren. Aber manche kommen schon immer das Grüne hier schon ab. Aber wir müssen auch echt gucken, ob die schon reif. Weil wenn man sie so dreht, manche, dann sind die auf einmal dann grün oder sie sind echt matschig. Oder weiß. Weil manche sind leider durch den Regen kaputt gegangen, was sehr, sehr schön ist. Also meine Hose hat auch schon wieder. Das meinte ich. Und nicht in den Kopf. Die alle gepflückt. Von nicht von dem ganzen Stück, von einer, zwei Reihen. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Und wir zeigen euch nachher noch, was wir da draus gemacht haben. Zeigen wir euch nachher, was wir aus den Erdbeeren gemacht haben. Aber jetzt sind wir erstmal satt. So, und jetzt haben wir die Erdbeeren geschnitten und dann geht's weiter. Jetzt aus den Erdbeeren gemacht. Mit Eis und Sahne. Das schmeckt bestimmt richtig lecker. Probiert es gerne mal selbst aus.